Grüß Gott, Frau Skibalakis. Grüß Gott. Sie als Musiklehrer haben ja sehr viel Erfahrung mit sehr vielen verschiedenen Menschen. Die ja, ihre kann man sagen, ja. Genau. Wie stehen Sie zu Talent? Denn diese Frage interessiert mich besonders, weil Duncan Lawrence sagt, Talent ist nicht wichtig. Es ist eine Sprache, jeder kann eine Sprache lernen. Es ist etwas, was man lernen kann. Wie stehen Sie dazu? Ja, also ich stimme da mit Duncan Lawrence völlig überein, wenn er sagt, Talent in dem Sinn gibt es so nicht als das, wie wir es verstehen, so wie eine mystische Gabe oder ein spezielles Geschenk des Himmels. Ich sehe, für mich ist Talent am ehesten beschreibbar, als wäre es ein Kanal, durch den wir Musik aufnehmen und durch den wir uns selber musikalisch ausdrücken. Und mit dem wird jeder Mensch geboren. Nur passiert es in sehr vielen Fällen, dass das bei Kindern schon verstopft wird sozusagen, indem man ihnen sagt, sei nicht so laut, sei mal still, hör auf da herumzuzappeln, in der Schule dann, geh, sei still, mach Mundbewegungen, aber sing nicht mit Stimme, du singst falsch. Ich habe das so oft gehört, es ist so schade. Ja? Und selbst wenn man das Glück hat, jetzt in einer Familie aufzuwachsen, wo Musik gemacht wird und so, aber spätestens, wenn man denn eine Musikausbildung macht, da kommt dann so viel an Falschinformationen oder Missverständnissen zustande, dass dann der Kanal noch verstopft wird, nachträglich. Ja? Früher war, wenn ich unterrichtet habe, früher, bevor ich Duncan Lawrence gekannt habe, war es oft so, dass ich 2-3 Jahre mit einem Kind gearbeitet habe und dann sozusagen der Knopf aufgegangen ist, ja? Dass dieser Kanal dann frei geworden ist. Das war entweder, weil dann durch genug Hörerfahrung, genug Kompetenz am Instrument selber zustande gekommen ist. Oft war es ein Stück, das einem Kind dann so speziell gefallen hat, dass es dann dieses Stück sehr viel öfter geübt hat, als es die anderen Stücke davor geübt hat. Und dieses Erfolgserlebnis mit diesem Stück hat dann den Kanal befreit sozusagen. Aber es war immer ein bisschen so ein Glücksspiel. Ja? Passiert noch irgendwas, womit ich diesen Kanal reinigen kann? Oder habe ich halt kein Talent? Und mit diesem System von Duncan Lawrence wird jedem Menschen ein Instrument in die Hand gegeben, wo man sozusagen wie eine Flaschenbürste selber seinen Kanal durchputzen und reinigen und freilegen kann. Und das ist das, was es so einzigartig und so unglaublich wertvoll macht, dieses System, das Duncan Lawrence da entwickelt hat. Vielen Dank für das Interview. Gerne.